Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf Feld 4, da uns so langsam das Geld ein bisschen ausgeht und vor allem, dass wir hier mal ein bisschen den Zeitraffer rumkriegen. So. Was ich jetzt mache, ist die Schräge hier gerade fahren, damit Johnny dann den Rest machen kann. Ich hoffe mal, das geht so klar. So. Und jetzt bitte gerade fahren. Ha, ihr habt Spaß. Mal gucken, was er macht. Wo ist denn Feld 4? Da. Oh, jetzt hört... Was glaubst du, warum ich... Warum habe ich denn hier? Naja, gut. Weißt du was? Dann fährst du eben schräg. Da musst du zusehen, wie du das hier hinten geregelt kriegst. Okay, Johnny? Und Steine wurden da auch nicht abgesammelt. Na gut. Mach erst mal. Du wirst schon wissen, was du machst. Du bist ja schließlich ein Experte. So, und ich werde auch wissen, was ich mache. Denn ich gucke mal runter auf meine eigenen Felder. Jetzt wollte ich gerade sagen, Schiffe. Ich bin schon wieder gedanklich ganz woanders. So. Feldfrüchte. Nix, nada, ничего. Da wächst nichts. Au, ich habe doch ein bisschen Stroh zum Verkaufen. Wie bitte zunächst den Motor starten? Ist doch gestartet. Der fährt doch. So. Das Ding kann ich abstellen. Ja, würde ich sagen, fahre ich hier. Was flackert denn da hinten? Ah, Grafik. Ich habe die neuesten Treiber drin, also daran kann es nicht liegen. Gut, oder es liegt an den neuesten Treibern. So. Ich glaube, die drei Bäume müssen auch mal langsam weg. So, wo muss ich damit jetzt hin? Scheune, wa? Stroh, 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 wo bist du? Möbelmist? Nein, falsch. Hier, Stroh. Viehmarkt. Habe ich den Viehmarkt schon? Viehmarkt, da ist er. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, wenn du da bist. Wo fährst du denn nicht gleich zur anderen Seite rüber? Man kann sich aber auch umständlich machen, wa, Freundchen? Nun gib aber hier auch ein Feuer. Große Nachfrage bei Steinbrecher. Ja, toll, ich habe jetzt keine Steine. Könnt ihr so eine Nachfrage nicht machen, wenn ich Steine habe? Apropos Steine, ihr habt gefragt, Förderband. Da. Dann müsste ich sowas hier nehmen. Hier einen Anhänger drunter stellen und dann hier mit dem Gesteinsbrecher raufkippen. Kostet 5 Riesen.
So eine Förderschnecke wird es nicht sein. Oder sowas hier. Aber der fährt auch hoch. Nee, Quantum. Ja doch, man kippt dann den Gesteinsbrecher hier rein und hier kommt dann der Anhänger ran. Was kannst du? Wie soll denn der funktionieren? Ach so, du kippst hier rauf, der fährt das hier hoch und hier kommt dann ein Förderband runter, was das ganze Ding anhebt. Ja, bloß überleg mal, da gebe ich 38, nee, 45.000 schon mal aus. Und dann muss wahrscheinlich so ein Förderband hier, genau, das ist nämlich zweiseitig, da drunter gestellt werden, damit es hochfördern kann. Ich bin ja versucht, das hier mal auszuprobieren. Es kann ja nicht allzu schwer sein. Die Frage ist, ob das hoch genug ist, um dann Anhänger drunter zu stellen. Und vor allem, ob ich das Ding hier wegkriege, damit ich hier die Gesteinsbrecher raufkippe. Und dann fährt das Ding hier hoch und kippt es in den Anhänger rein. Ah, das Ding wird zu klein sein. 5.000 Euro haben oder nicht haben. Es ist ein Testspiel und man muss testen. Okay. Ich hab's gekauft. Der fährt ja immer noch. Und was machst du hier? Ja, siehst du, jetzt klappt das nicht, wa? Ja, siehst du. Na gut. Machen wir den Rest. Einmal hier. Und einmal. Hier hinten. So. Und dann kriegen wir Geld. Hoffentlich. Vier Riesen, das hat dann schon. Bing! Ach so. Ich dachte jetzt, wir haben Geld bekommen. Man tut's für den Nachbarn. Lohndienstleistung abgeschlossen. Alles klar. Hat ausgereicht. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, sieht gut aus. Oh, guck mal, hier fällt 3 auch gleich zur Hälfte mitgemacht. So. Jetzt müssen wir hier, Feld 4, total 7.000 Euronen abschließen. Danke. 7.000 Euronen, alles klar. Habe ich hier hinten schon verkabelt? Ja. Ist das die richtige Richtung? Nee, nach unten. 170 Euro Einnahmen aus. Ach so, ja. 500 Euro Kreditkosten. Ich muss mal kreditlos werden. So. Fahr du mal bitte. Zurück zum Hof. Und das müssen wir jetzt nicht weiter sehen. Tschüss. Du bist angekommen? So. Set. Ja, runter damit. Was muss ich jetzt machen? An dieser Stelle entladen. Z. Nochmal ein Tausender, alles klar. Und nochmal Z.
So, und du begibst dich jetzt auch zurück zum Hof. Ah, schön, wie Auto 3 fährt. So. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Unkraut. Na, dann machen wir doch gleich mal den Zeitraffer aus. Und guck mal, wo unsere Traktoren bleiben. Ja. Ich muss mich daran erinnern, dass jetzt nicht mehr rosa die Warnfarbe ist, sondern das ganze Ding jetzt auch in grün dargestellt wird. Ist aber immer noch im Wachstum. So. Wo sind meine Traktoren? Die sollen beide zum Hof fahren. Ja. Viehmarkt. Ja, warum ist denn hier auch nicht rumgefahren? Interessant. Ja, ich würde sagen, der kommt zuerst an. Außer der überlegt sich's doch mal und fährt dann hier hinten noch mal eine Stadtrundfahrt. Aber ich würde sagen, das können wir alles beschleunigen. Das geht ja ganz schnell, wa? So. Na? Da hinten kommen sie. Wo fährst denn du lang? Wo fährst du denn lang, Ede? Komm mal her, ich brauch dich. Danke. So. Jetzt lass mal wieder schnell fahren. Ach so, was? Ja, du warst ja mit der Pflegebereifung. Gut. Und zwar, Johnny, nimmst du dir jetzt mal bitte einen Striegel. Wo ist denn der da hinten? Dann striegelst du hier mal bitte. Ah, da kommt der zweite. Sehr gut. Havi, hab Spaß. Alles klar. Das Ding hier wieder abstellen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Hat seine Schuldigkeit getan und wir haben jetzt 20.000 auf der Uhr stehen. Okay.
Wir sind hier drinne. 400 Liter Honig. Okay, die muss ich wieder runternehmen. Hat der? Ja. Alles klar. Ich müsste bei Gelegenheit mal gucken, ob es hier Lampen gibt für meinen Hof. So, und das werde ich machen, sobald ich die erste Rate von meinen Schulden bezahlt habe. Wo ist meine Gabel hin? Nu? Ach, da hinten. Da ist er ja. Und danach werde ich schlafen gehen. Alles klar. Bienchen, ihr dürft die nächste Palette anfangen. Stopp, das war jetzt doof. Ich wollte umschalten, mich abkoppeln. Zack. Hier. So, jetzt ist umgeschaltet. Genau. Weil jetzt kann ich nämlich das Ding hier in einem Stück abstellen. So. Wie sieht's aus? Ja. Sieht gut aus. Was ist denn hier? Muss gewalzt werden? Ach so, den hatten wir ja gewalzt. Das hier ging ja nicht mehr. Stimmt, da war ja was. Das ist ja schon eine Wachstumsstufe zu weit. Aber das wächst ziemlich lange, das Zeug. Kann ich eigentlich schlafen? Nee. Wenn ich jetzt schlafe, dann wächst das in die nächste Stufe. Weil ich wette mit euch, auch wenn meine Früchte nicht wachsen, das Unkraut wächst. Und da muss ich mit Chemie ran. Und das habe ich noch nicht. So. Es ist 3 Uhr. Werd langsam fertig, Johnny. Ich will schlafen gehen. Na. Denn es ist wahrscheinlich heute das Einzige, was wir schaffen. Und dann werden wir nämlich morgen, ja, Mineraldünger. Ich habe auch nichts mehr zum Verkaufen. Ich muss jetzt mit dem Geld auskommen, bis ich neue Ernte einfahre. Mehr gibt's nicht. Aber naja. Ich kann das Ganze ja immer noch zu einem Testspiel erklären. Ich bin sowieso am überlegen, was ich mir jetzt als Aufgabe stelle, um ein, ich sag es mal in Anführungsstrichen, ein richtiges Let's Play anzufangen. Mein richtiges Let's Play ist das jetzt auch. Pass mal auf, Johnny, vergiss es. Das mach ich immer schnell. Du kriegst auch wieder den Ansatz nicht hin. So. Ich bin am überlegen, dass ich Tiere bisher, okay, ich hatte jetzt ein Schwein und zuletzt einen Kuhstall gehabt, aber so eine richtige Ranch. Dass ich nur von dem leben darf, was die Tiere reinbringen. Also sprich, Ackerbau nur für Futter und so. Und danach alles, was du verdienen willst an Geld, nur mit Tieren machen.
Das wäre mal eine Herausforderung. Ich glaube, sowas in der Richtung werde ich machen. Ich möchte mal verstärkt auf die Tiere gehen. So. Das war fertig. Und jetzt lege ich mich schlafen. Ah, wie schön die Dinger leuchten. So. Oh. Da ist ja noch die Grubber. So, das Ding schmeißen wir weg. Und dann würde ich sagen, machen wir morgen weiter. Mensch, hoffentlich gibt es hier mal eine Wachstumsstufe. Dass ich hier Fortschritt sehe auf den Feldern. Ansonsten würde ich sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Jetzt ist es 4 Uhr. Ach so, aussteigen. Und schlafen wir bis 8 Uhr, 4 Stunden. Bisschen wenig, aber egal. Also dann, macht's gut bis morgen. Genießt den Tag. Und gute Nacht.